Wenn ich das jetzt schon im Vorfeld zurechtschneiden möchte, bevor ich es ins Schnittfenster ziehe, dann kann ich das machen, indem ich es hier einziehe. Und mit diesem Marker kann ich mich hier durchbewegen. Ich möchte jetzt nur einen Teil davon für mein Endvideo haben und dafür setze ich eine In-Marke. Das mache ich, indem ich I drücke. Und dann seht ihr, hier wird es eingegraut. Gehe mit der Marke dann dahin, wo ich das Ende haben möchte. Drücke O für Out und kann dann mir den Clip hier ins Schnittfenster ziehen. Ich kann mir natürlich auch direkt die Originaldatei ins Schnittfenster ziehen. Dafür würde ich das nicht hier vorher bearbeiten, sondern einfach direkt hier rüberziehen. Und dann habe ich den ganzen Clip und könnte ihn jetzt auch hier bearbeiten und kürzen. Klicke mein Material an, gehe dann auf C, dann wird mir dieses Cutter-Symbol angezeigt und kann hier an der Stelle schneiden. Oder hier, oder hier, oder hier. Wenn man das natürlich ordentlicher haben will oder genauer sehen möchte, dann zoomt man rein mit Alt und dem Mausrad und kann dann besser sehen, wo was ist. Immer wenn ich nicht mehr die Schneidefunktion benutzen möchte, dann klicke ich wieder auf V und dann habt ihr hier an der Seite gesehen, habe ich wieder das ganz normale Auswahlwerkzeug. Ich könnte mir jetzt wieder Sachen auswählen und die hin und her schieben, wie ich mag. Vielen Dank fürs Zugucken. Bis zum nächsten Mal.